Das wird nichts. Wir laufen weg. Na komm, 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 komm. Verdammt, Khalid. Ja. Und wir verzeihen euch das nie. Nee, so wird das nichts. Aber wir müssen jetzt irgendwie an die Sachen rankommen, sonst bleiben die ja auch wieder liegen und verrotten. Vor allem ist das eine magische Schild dabei. Na gut, rauf da. Hoffen wir das Beste. Ja genau, schießt erst noch die Fernkämpfer. Gleich schießt ihr eh nicht mehr, wenn wir im Nahkampf sind. Rucks. Ah. Nee, tut mir leid. Da lade ich neu. Ja, und zwar das hier. Da sind unsere Sachen zwar schon weg, aber wir sind mit heiler Haut davon gekommen. Also das war jetzt, als wir das erste Mal aus Peltvale geflohen sind. Da liegen die Ausrüstungsgegenstände von Jahira und Khalid noch darum. Aber wir entschließen uns jetzt nicht, dahin zurückzukehren, weil wir halt eingesehen haben, dass die Banditen zu stark sind. Das heißt, wir treiben uns jetzt hier unten noch eine Weile rum, bis wir ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gesammelt haben, ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Dann machen wir hier weiter. So, wie sieht es im Inventar aus? Ein bisschen was zum Verkaufen haben wir, aber nicht wirklich viel. So. Alle Steine voll. Dann reisen wir mal nach. Gehen wir mal kurz die Anfangsgebiete durch, ob ich die schon vollkommen aufgedeckt habe. Ah, ne. Dann fange ich mal hier an. Im Zeitraffer natürlich, um euch das Ganze zu ersparen. Nanu, was willst denn du von uns? Heute ist aber viel los hier. Die ganze Nacht schon komische Geräusche und jetzt rennen alle möglichen Leute durch den Wald. Ihr seht immerhin etwas freundlicher aus als die letzten beiden. Damit könnte er wohl sehr gut die beiden Gestalten gemeint haben, die wir recht früh getroffen haben, wo wir dann böse erkennen gesprochen hatten und dann merkten, oh, die wollen wir nicht in der Gruppe haben. Ja, wir sehen wenigstens etwas freundlicher aus als die letzten beiden. Also Fremdling, ich heiße Kolset. Okay, die restlichen Antworten machen nicht wirklich viel Sinn, weil eigentlich sollte man ihn treffen, gleich nachdem wir aus Kerzenburg raus sind. Deswegen frage ich mal, was macht ihr im Wald? Ich habe nur gehört, wie gefährlich der ist. Ich? Ach, ich bin ein Eremit. Ein ganz schön pummeliger Eremit. Sind sie nicht normal immer alle total abgehagert und in Lumpen? Aber na gut. Ich mache das noch nicht lange und habe ein bisschen Probleme mit dem Alleinsein. Ha, bin wohl zu gerne unter Menschen. Ich war mal Kaufmann in Nashkel, hatte aber wegen der Eisenkrise alles verloren. Danach bin ich durch die Wälder gewandert. Das war schon sehr entspannt. Außer wenn man vor dem einen oder anderen Räuber fliehen muss. Normalerweise lassen sie mich in Ruhe, weil ich nichts Wertvolles bei mir habe. Ja, ihn um Hilfe bitten ist irgendwie lächerlich, weil wir sind 6 gepanzerte Gestalten und er ist ein armer Eremit. Und die Freunde, die wir am freundlichen Abend treffen sollen, sind schon bei uns. Fragen wir trotzdem nach den beiden, die er getroffen hat unterwegs. Das sind wohl kaum diejenigen, die ihr sucht. Sie waren nicht besonders freundlich und weit vom Wirtshaus entfernt. Wenn ihr sie treffen möchtet, ich bin kaum eine Minute von ihnen weg, nur die Straße entlang. Ihr kommt sowieso an ihnen vorbei, wenn ihr zum freundlichen Abend wollt. Etwas weiter östlich ist die Kreuzung und das Wirtshaus liegt nördlich davon. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich ziehe jetzt weiter. Na gut. Und wir ziehen jetzt wirklich weiter, nämlich erforschen wir das restliche Gebiet hier. Noch ein gut gekleideter Typ mitten im Wald. Gucken, was mit ihm los ist. Hallo.
Ich wollte euch gerade verbieten, noch näher zu kommen, aber das funktioniert ja wohl nie, oder? Trotzdem werde ich mich angemessen verhalten. Kommt nicht näher, sonst springe ich. Oh, okay. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich springe wirklich. Also nochmal, nicht näher kommen und versucht nicht, mich aufzuhalten. Nein, bei allen Göttern, tut so etwas nicht. Es gibt so vieles, für das es sich zu leben lohnt. Zum Beispiel ein +1 Bastardschwert. Ihr habt natürlich recht. Ich war ja blöd, dass ich geglaubt habe, es würde sich irgendetwas dadurch ändern. Als ich hier das letzte Mal stand, hat es nichts geholfen. Und davor das Mal auch nicht. Ich sollte mir wirklich eine andere Methode überlegen, mit Problemen fertig zu werden. Der Weg dahin ist noch weit. Vielleicht, wenn Mama mir ein paar Klippen in der Nähe der Stadt bauen ließe. Ah, was? Wie auch immer, vielen Dank für eure Anteilnahme. Ja, also ein verwöhnter Adeliger, der nichts zu tun hat und sich Klippen bauen lässt, der nicht so weit laufen muss, um sich umzubringen. Na gut, wir schauen uns mal weiter um. Also wie ihr sehen konntet, war hier nicht wirklich viel los, abgesehen von den zwei komischen Typen. Also dem gut gekleideten, wohlgenährten Mann hier unten und dem depressiven Klippenbauer da oben. Ein paar Tiere haben wir auch noch erwischt für Erfahrungspunkte, aber sonst ziehen wir mal ins nächste Gebiet. Und das war hier. Ja, da gibt es auch noch ein paar Ecken, wo ich mal gucken kann, was da so ist. Also bis gleich. Verlassener Wagen. Ganz schön weit ab von der Straße. Obwohl geht. Aber ich denke mal, der wurde nur hier positioniert, um halt ein bisschen zu verdeutlichen, wie weit die Eisenkrise die Banditen gebracht hat. Also, dass sie wirklich hinter jedem Büschen Beute hinterher sind. Ja. Diese Mitglied dieser Karawane ereilte ein gewalttätiger Tod. Und auch wenn keine Hinweise darauf zu finden sind, darf wohl angenommen werden, dass Räuber dafür verantwortlich sind. Jo. Aber gut, weiter im Text. Oh, die sehen auch aus wie Räuber, aber hey. Eben waren die noch nicht aggressiv. Na gut, rauf da. Ihr schießt wenigstens keine Eispfeile. Dafür seid ihr Fieber und habt kleine blaue Freunde. Na, übernehm dich nicht, Emoin. Shahira. Oh, sie haben alle auf sie geschossen. Okay, das kann ich erklären. Komm, schnell auf die Xwarte, sonst laufen die wieder weg. Und ihr geht mal auf den da. Genau. Die Xwarte sind weg. Ja. Oh, die kommen schon noch wieder. So. Alle wieder schön zusammen. Einer fehlt. Na nun, wer fehlt? Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ah, Khaled. Gleich in die nächste Monstergruppe rein. Aber das sind ja nur Kreischlinge. Das ist schon okay. So, ein Schlag. Komm schon. Okay, noch ein Schlag. Noch ein Schlag. Er steht mit dem Rücken zu dir. Komm schon. Du bist Stufe 4 oder so. Ja, lassen wir das alle drauf. Ja, schon besser. Na gut.
Das dürfte es für das Gebiet hier auch gewesen sein. Also schauen wir mal weiter. Und zwar... Beregost. Beregost und den freundlichen Arm haben wir beides ja noch nicht erforscht. Aber das hier sieht vielversprechender aus. Also wir können in der Ferne schon so einen Turm sehen. Aber den Eingang noch nicht. Das heißt, wir werden uns erstmal umschauen müssen, wie wir da genau reinkommen. Nanu? Knolle. Also. Das ist schon eher unsere Kragenweite. Nicht diese Elite-Banditen. Und hier können wir auch eine Menge Gutes tun. Ich meine, jeder Gnoll, den wir töten, ist ein Gnoll weniger, der die Bevölkerung hier bedroht. So. Sterbt. Auch wenn wir demnächst eigentlich schon wieder in die Stadt müssten, um die ganzen Sachen zu verkaufen. Weil Karlitz Helm ist hier immer noch in dem Wald bei den Banditen. Und bald könnten wir uns auch das erste magische wiederholen. Die erste magische Waffe. Oder das zweite Schild. Aber erstmal der Turm hier. Gucken, was damit los ist. Das scheint die Rückseite zu sein. Gehen wir einfach einmal rum. Hier ist auch kein Eingang, aber mehr Knolle. Glaub, ihr stellt nicht wirklich ein Problem dar. Auch wenn das Veteranen sind, aber... Das ist genauso wie ein Kreischling-Veteran. Das wäre auch nicht unbedingt so die Herausforderung wahrscheinlich. So. Einen Ring nehmen wir noch mit und ein bisschen Golden. Naja. Wie schaut's hier aus? Ne, immer noch kein Eingang. Dafür jede Menge Hunde. Gut. Nur eine kurze Verzögerung. Zack, zack, zack. So. Und der andere Hund kann ruhig weglaufen. Und hier haben wir den Eingang. Was steht da dran? Hohe Hecke. Ja, so eine Burg ist schon eine ziemlich hohe Hecke. Und ein Magier. Wow. Ein anscheinend recht mächtiger Magier, wenn er sowas hier konstruieren kann. Der mächtige Zauberer von Beregost. Talantir. Mit Fremden auf meinem Land habe ich nicht viel Geduld. Tut uns beiden einen Gefallen und zieht weiter. Es sei denn, ihr hättet magische Gegenstände zum Verkauf. So wie ihr aussieht, könnt ihr euch meine Waren bestimmt nicht leisten. Doch, eigentlich schon. Ich hoffe nur, dass ihr einen Grund dafür habt, mich zu stören. Habe ich nicht gesagt, dass ihr gehen sollt? Gerüchte erzählen von einem mächtigen Magier, der hier draußen lebt. Wenn ihr es seid, würde ich gerne mit euch sprechen. Gerüchte? Pah, es gibt hier keinen Zauberer, der es wünscht zu sprechen. Und über den zu sprechen ist, es sei denn, ihr besitzt Magie, die ihr verkaufen wollt. Wir wären daran interessiert, magische Gegenstände zu verkaufen oder sogar zu kaufen. Was habt ihr anzubieten? Das hätten sie auch ruhig ein bisschen kürzer machen können. Hallo, wir würden gerne handeln. Na gut, das verkaufen wir. Er hat nichts, aber Minsk hat wie immer ganz viel dabei. Die Räuberskalbe verkaufen wir auch langsam. Wir haben jetzt schon... ganz viele Büschel davon, das wird langsam makaber. So, verkaufen. Die Bögen auch. Genau, hier. Das sind schon mal 300 Goldmünzen. Haben oder nicht haben. Die Bögen kann auch weg. Das Langschwert kann auch weg. Und Düne hier müsste jede Menge Schmuck haben. Das kann auch weg. Den behalten wir mal. Obwohl, wir haben davon schon 3 Stück, ne? Ja, kann auch weg. So, jetzt haben wir knapp 2000 Gold und, oh, identifizieren. Das kaufen wir doch sofort. Noch irgendwas, vielleicht eine Stufe 2 Spruch, den wir gebrauchen könnten. Spiegelbild, der ist sehr praktisch. Aber 240 Gold. Flammenpfeile Stufe 3, Schädelfalle und so weiter genauso. Uff, 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 hier wird's teuer. 24.000 Goldmünzen. Ja, nee.
Das werden wir uns erstmal alles nicht leisten können. Tränke hat er auch noch. Na gut, den einen Heiltrank kaufen wir ihm ab. Oh, er wollte noch ein paar mehr.